sehr schön, dass ihr so zahlreich erscheint. Ich hoffe, ihr seid motiviert, aber es scheint so zu sein. Ich freue mich auch sehr, euch heute Abend begrüßen zu dürfen zu einer schönen Full-Body-Workout-Stunde. Schwerpunktmäßig kümmern wir uns heute um den Oberkörper. Wie angekündigt, braucht ihr heute zwei Kurzhanteln. Definitiv zwei Kurzhanteln. Und dann wird es richtig schön knackig anstrengend. Wir kümmern uns um die Schultern, um den Rücken. Also wie gesagt, komplettes Oberkörpertraining. Die Beine kommen heute ein bisschen kürzer. Konditioneller Teil wird auch ein bisschen geringer ausfallen. Wir starten heute wie immer mit einem kleinen Warm-up, um alles einmal ein bisschen durchzumobilisieren. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich direkt los. Was ihr braucht, beziehungsweise ich stelle mich noch einmal ganz, ganz kurz vor für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin die Franzi und bin immer in der Regel dienstagsabends für euch hier auf dem DRK-Account, um mit euch eine Runde Sport zu machen. Das Programm ist jede Woche eigentlich wechselnd. Wir haben mal ganz klassische Full-Body-Workout-Stunden, dann gibt es auch mal Tabata-Stunden. Nächste Woche, glaube ich, gibt es eine richtig schöne Stretch- und Relax-Stunde. Und heute, wie gesagt, machen wir eine Full-Body-Workout-Stunde, Schwerpunkt Oberkörper. Zu den Hanteln, also zum Gewicht, nehmt euch gerne, wenn ihr habt, ein bisschen mehr Gewicht. Ihr könnt euch auch verschiedenste Hanteln zur Seite legen, weil wir ja doch unterschiedliche Muskelgruppen trainieren und da kann man im Grunde auch das Gewicht zwischendurch mal wechseln. Ganz klassisch sieht es aus, wir haben heute immer eine Belastungszeit von 30 Sekunden, machen dann roundabout 15 Sekunden Pause und das Ganze wiederholen wir insgesamt dreimal. Gut, was ihr noch braucht, ist auf jeden Fall eine Matte für den Schlussteil und ein gutes Getränk und ein bisschen gute Laune. Motivieren hoffe ich, kann ich euch heute. Und dann würde ich sagen, ich drehe die Musik ein bisschen lauter. Wir legen los, starten mit einem Warm-up. Ganz, ganz wichtig, ihr macht es natürlich immer in eurem eigenen Tempo. Also wenn ihr das Gefühl habt, die ein oder andere Übung ist euch vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll, dann macht ihr das Ganze einfach etwas moderater in eurem Tempo. Wichtig ist, dass ihr euch während der gesamten Einheit wohlfühlt. Gut, ich würde sagen, let's go, viel Spaß. Gut. Starten wir. Ihr öffnet beide Beine und beginnt einfach mal die Schultern locker zu kreisen. Lasst die Füße schön fest am Boden und macht die Bewegung fließend. Sehr gut. Kreist mal nur einen Arm ein bisschen größer. Schön fließende Bewegung. Die letzten viermal. Dreimal mehr. Zweimal noch. Und ihr nehmt den anderen Arm. Auch hier schön große Bewegung. Genau. Die letzten viermal. Noch dreimal. Zweimal mehr. Jetzt macht ihr das Ganze in die entgegengesetzte Richtung. Also von hinten nach vorn. Den anderen Arm könnt ihr auch hier locker unten lassen. Macht noch vier Stück. Drei mehr. Zweimal noch. Und den anderen Arm. Gut. Eure letzten vier Stück. Viermal. Drei noch. Zwei mehr. Okay, dreht mal den Oberkörper von rechts nach links. Macht das Ganze gerne ein bisschen schwungvoller. Lasst die Ellenbogen auf Schulterhöhe. Und dreht mal schön weit im Wechsel. Noch viermal. Dreimal. Zweimal noch. Okay, bleibt in der Mitte und jetzt zieht mal die Arme im Wechsel zurück. Die Daumen schön weit nach hinten ziehen und weit öffnen. Sehr gut. Viermal noch. Dreimal mehr. Zweimal noch. Letzter. Kommt einmal tief, streckt eure Beine und einmal die Beine aktivieren. Tief und hoch. Tief, hoch. Genau, schiebt euren Po richtig schön tief. Die letzten. Viermal, dreimal, zweimal. Ihr bleibt oben und jetzt zieht die Arme im Wechsel nach oben. Schaut mal den Daumen nach und zieht ihn schön weit nach oben, den Arm.
noch 4 Stück mehr. Zweimal noch. Der letzte. Und wir rollen uns auf nach oben. Okay, mobilisiert nochmal den Schultergürtel nach vorn und zurück. Runder Rücken, gerade Rücken. Genau, nicht nur die Brust- und Halswirbelsäule, sondern auch die Lendenwirbelsäule. Schön mit. Tief gehen und aufrichten. Genau. Zweimal noch. Letztes Mal. Und locker. Kommt einmal mit den Händen nach unten in die Plank. Und jetzt schaut mal zu. Ihr setzt einen Fuß nach vorn. Rotation. Absetzen. Und zurück. Etwas schneller. Fuß rotiert. Und wechseln. Fuß, Rotation. Wenn ich euch zu schnell bin, macht ihr es einfach ein bisschen langsamer. Fuß. Und wechselt. Fuß setzt immer schön den ganzen Fuß vorne ab. Nochmal. Und wir bleiben in der Plank. Jetzt Fuß, Tap nach vorn. Ihr wandert mit der Hand ran. Tap, vor, vor. Hand, Tap, vor, vor. Hand, Tap. Nur noch 4-mal mehr. 4. Und die letzten 3. Und das machen wir noch 2-mal mehr. Hand, Tap. Letztes Mal. Hand, Tap. Wandert mal mit den Füßen zu euren Fußspitzen und rollt euch nach oben auf. Sehr gut. Schnappt euch die Hanteln. Das war unser Warm-up. Los geht's mit der ersten Runde. Gut. Ich arbeite mit 3 Kilo Hanteln. Schaut mir zu, die erste Übung sieht wie folgt aus. Ihr schiebt nach oben zur Seite. Also eine Bewegung nach oben und dann die Ellenbogen seitlich bis zur Schulter. Okay, 30 Sekunden Zeit. Los geht's jetzt. Hoch, seitlich. Schiebt nach vorn. Seitlich hoch. Schiebt nach vorn. Seitlich hoch. Vor. Dazu müsst ihr die Hanteln immer leicht eindrehen. Genau. Und nochmal 15 Sekunden. Kommt. Hoch. Tief. Weiter. Zweimal noch. Okay. Letzter. Und jetzt nur vor und tief. Eins. Zwei. Macht es ein bisschen langsamer. Schiebt schön hoch. 4 mehr. 3 mehr. Ich reduziere gleich mal das Tempo der Musik. Und jetzt zur Seite. 1, 2. Schaut mal, Ellenbogen seitlich hochdrehen. Und die letzten 4, 3, 2 mehr. Letzter und Stopp. Gut, eine Runde. In Kombination mit den Beinen. Großer Schritt zurück. Ich mache es auch zudem noch mal ein bisschen lauter. So. Okay. Hintere Ferse hoch. Das ist die Bewegung. Ausfallschritt. Und die Arme kommen über den Kopf. Gleich geht's los. In 3, in 2, 1, Start. Schiebt mal die Arme richtig schön lang nach oben und achtet auf euer vorderes Knie. Bleibt hinter der Fußspitze. Noch 6. Und die letzten 4. Jawohl. 2 mehr. Letzter. Und Stopp. Seitenwechsel. Gut. Anderer Fuß. Immer schön aufs vordere Knie achten. Bleibt hinter der Fußspitze. Das kombinieren wir mit einem Bizeps-Curl. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. Gut.
Scheitelpunkt richtet ihr zur Decke und fixiert die Ellenbogen und die Oberarme schön fest an eurem Oberkörper. Die letzten viermal. Drei mehr. Einer noch. Und stopp. Gut. Übung 3, Reverse Fly. Oberkörper nach vorn, schaut mal. Schultern hoch, möglichst eine Ebene. Und jetzt zieht ihr die Arme zurück, auf geht's. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich euch zu schnell bin, macht ihr es einfach langsamer. Lasst die Nasenspitze nach unten schauen. 15 Sekunden noch. Gut. Gut. Die letzten viermal. Drei mehr. Zwei, der letzte. Und stopp. Gut. Das war Runde 1. Wir kombinieren wieder von vorne zur Seite und nach vorne. Also diese Bewegung. Ready? Los geht's, komm. Vor, seitlich. Schiebt nach vorn, geht seitlich hoch. Kommt hoch, tief. Wunderbar, Halbzeit. Noch 8, 7, 6 mal mehr. Gut, die letzten 4 Stück. Komm, zieht. Nochmal. Jetzt isoliert nur nach vorne 8-mal. 8. 7. Fließende Bewegung. 6. Macht noch 4. 4 mehr. 3. Gut. 2. Jetzt zur Seite hoch. Komm. 1. 2. Die Hand in der Mitte immer wieder schön schließen. Noch 4. Sehr gut. Cut. Und noch 2. Der letzte. Pause. Perfekt. Ausfallschritte. Großer Schritt. Denkt wieder daran, aufs vordere Knie zu achten. Und bringt das hintere Knie weit zum Boden. Wir starten jetzt. Komm. 30 Sekunden. Wenn die Arme hochgehen, dann atmet ihr schön aus. Sehr gut. Ich gebe euch noch 15 Sekunden. Jetzt. Schön lang. Komm. Tief. Hoch. Tief. Noch 4 Stück. 3. 2 mehr. Und stopp. Seitenwechsel. Bizeps. Macht euch stark klar. Großer Schritt. Schön Scheitelpunkt zur Decke richten. Bizeps Curl. Auf geht's. Und wie gesagt, denkt daran, eure Ellenbogen sowie eure Oberarme schön fest an eurem Oberkörper zu fixieren. Das sieht gut aus. Noch 15 Sekunden. Zieht lang. Machen wir noch 4 Stück mehr. 4. Nur noch 2. Der letzte. Und stopp. Perfekt. Reverse Fly. Luft holen. Oberkörper nach vorn. Po nach hinten raus. Euer Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Und die Zeit beginnt jetzt. Komm. Schön kraftvoll. Schulterblätter kraftvoll zusammenziehen. Jawohl. Und lasst den Oberkörper tief. Machen wir noch 15 Sekunden. Yep. Zieht. Und gemeinsam letzten. 4 mehr. 3. 2. Und stopp. Gut. Runde 2 ist durch. Eine haben wir noch. Runde 3. Habt ihr gute Laune? Yep. Sehr schön. Gut, dann macht euch startklar.
Einmal legen wir noch los. Fußspitzen nach außen, stabiler Stand. Arme nach vorn. In 3, in 2, 1. Wir beginnen. Kommt vor, seitlich. Schiebt und zieht seitlich hoch. Nach vorn, zur Seite. Sehr gut. Fließende Bewegung. Nochmal, noch 8. 7 mehr. Weiter. Komm, noch 2 Durchgänge. Letzter. Und jetzt nur isoliert vor und zurück. 8. 7. 6. Boah, es wird anstrengend. Noch 4. Komm, zieht. Noch 2. Letzter. Boah, zur Seite. Kommt. In der Mitte schließen. Die letzten 4. 4. 3, 2 und stopp. Eieiei. Okay. Ihr seid bereit für Runde 3, oder? Letzte davon. Ausfallschritte. Arm über Kopf. In 3, 2, 1 und wir beginnen. Jetzt. Gut. Langt die Arme hoch. Kommt tief, kommt hoch. Das sieht gut aus. Und denkt, wie gesagt, immer daran, wenn ich euch zu schnell bin, dann macht ihr es einfach langsamer. 15 Sekunden noch. Kommt tief, hoch. Eure letzten 4 Stück. 4-mal. 3 mehr. Einer noch. Und stopp. Gut. Hello. Seitenwechsel. Bizeps Curl. Ein Hammer noch. Zeit beginnt. Jetzt. Kommt. Und hier wieder schön drauf achten. Ellenbogen, Oberarme. Fest am Körper. Sehr schön. Tief. Hoch. Und ich gebe euch noch 15 Sekunden. 6 noch. Und die letzten 4 Stück. 4-mal. 3 mehr, 2, der letzte und stopp. Reverse Fly. Eieiei. Holt nochmal Luft. Das ist Runde 3 und damit die letzte. Po nach hinten raus, lange Nacken. Die letzten 30 Sekunden ab jetzt. Cut. Zieht. Schön die Schulterblätter hinten zusammenziehen, aber vermeidet es, mit zu viel Schwung zu arbeiten. Nutzt eure Kraft. Noch 8, 7, 6 und ich gebe euch die letzten 4 Stück. Kommt. 4, 3, 2, der letzte und stopp. Erster Block geschafft. Wenn ihr einen Schluck trinken wollt, dann macht es jetzt. Ich trinke einen Schluck mit. Ich sage immer Prost. Ich hoffe, ihr seid startklar und bereit für Block 2. Seid ihr, oder? Okay. Okay, da will jemand tanzen. Nee, leider gibt es heute keine Tanzstunde. Keine Tanzstunde heute. Wir bleiben bei dieser Runde hier. Okay. Zweiter Block. Beide Fußspitzen schauen nach außen. Eure Hände schließt ihr vorn. Ihr geht tief und zieht mit der Bewegung nach oben die Hantel unter euer Kinn. Und die Ellenbogen sind der höchste Punkt. Los geht's. Komm. Zieht. Zieht. Hoch, tief. Die Ellenbogen richtig schön weit nach oben ziehen. Noch 15 Sekunden. Kommt.
6. Lasst die Handeln geschlossen und zieht mal die Handeln unter euer Kinn. Perfekt. Weiter. 8, komm, ich gebe euch noch 2. Und der letzte. Sehr gut. Trizeps, Oberkörper nach vorn, Hände zur Brust, Rück vor. Das ist die Bewegung. Setz mit ein. 1, 2, 3. Bleibt schön vorverlagert. Und wenn ihr die Arme nach hinten streckt, macht das Ganze kontrolliert mit Kraft. Noch 15 Sekunden. Und lasst die Oberarme schön oben. Noch 4, 3, 2 mehr. Letzter. Und stopp. In diesem Block belassen wir es bei diesen 2 Übungen. Weites Squats. Handeln unter das Kinn. Seid ihr startklar? Okay, dann legen wir los. Komm. Tief. Komm. Und die Handeln schön zusammenschließen. So weit nach unten. Jawohl. Drückt euch richtig kraftvoll hoch. Halbzeit, noch 15 Sekunden. Das sieht gut aus. Kommt leider auch, wenn die Beine und die Arme etwas schwerer werden. Wir ziehen durch. Ach komm, ich gebe euch noch einen klitzekleinen Turbo. Ihr bleibt mit mir tief. Arme lang. Und jetzt Feder. Und die letzten, komm, zieh durch. Nur noch 4, 3 mehr. Oh, der letzte. Eieiei. Relax. Nächste Runde. Trizeps. Macht euch bereit. Po zurück. Schön tief. Unsere Zeit beginnt jetzt. 1, 2, 3. Den Bauchnabel immer leicht nach innen fixieren. Ja? Gut. Jetzt noch 15 Sekunden. Nasenspitze nach unten. Die Oberarme bleiben oben. Wirklich gezielt nur die Unterarme aktivieren. Und stopp. Runde 2. Das heißt, einen haben wir noch. Ich hoffe, ihr habt noch gute Laune und seid noch motiviert. Okay, komm, legt los mit mir. Runde 3, dann die letzte davon. Kommt tief, hoch. So, strengt euch nochmal an. Auch wenn die Beine schwer werden und die Arme. Wir ziehen gemeinsam durch. Nur noch 15 Sekunden. Wir haben es gleich. Dieser Block ist gleich durch. Wollt ihr nochmal doppeltes Tempo? Okay, komm. Arme lang. Und zieht. 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 Unsere letzte. 4 Stück. Noch 3. Oh, 2. Relax. Noch einmal. Nicht. Trizeps. Bringt den Oberkörper nach vorn. Bringt die Arme hoch. Und beginnt mit mir jetzt. Komm, Leute. Nochmal die Zähne zusammenbeißen. Ich weiß, wir arbeiten zügig heute. Aber ihr wisst ja, ohne Schweiß kein Preis. Nein, ihr macht so, wie es passt für euch. Komm. Noch 15 Sekunden. Eieiei. Nur noch 4. Nur noch 2. Oh, der letzte. Absetzen. Gut gemacht. Auch diesen Block haben wir geschafft. Gute Laune noch? Ja, ne? Komm, gib mir mal einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr noch gute Laune habt. Habt ihr noch gute Laune? Na klar.
So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt schnappen wir uns unsere Matte und weiter geht's auf dem Boden. Oh ja, sehr gut. Ihr habt noch gute Laune, das ist super. Perfekt, dann machen wir weiter. Kommt mit mir tief. So. Also, die nächste Runde, warte mal kurz. Ja. Und zwar starten wir in der Rückenlage. Jetzt machen wir eine schöne Übung für die Brustmuskulatur. Also, passt auf. Wir kombinieren jetzt drei Übungen miteinander, zwei für die Arme bzw. Oberkörper und eine für den Bauch. Ihr bringt die Arme nach oben bzw. stopp. Halt, stopp. Ich verändere das ganze Thema nochmal. Die Arme kommen nach unten, die Handflächen schauen nach oben zur Decke. Ihr haltet die Handeln fest, aber die Fingerspitzen zur Decke drehen. Schaut mal, die Arme gehen im Halbkreis nach hinten und im Halbkreis wieder nach vorn. Okay? Lass uns loslegen. Komm zurück. Und nach vorne. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich habe die Übung gestern schon im Kurs gemacht hier. Boah, ich merke das total. Aber gut, dann wisst ihr ja, dass ihr morgen bestimmt noch mal ein bisschen an mich denkt. Ist doch nicht schlimm, oder? Nein. Komm, zieht durch. Nach vorn und komm zurück. Und nach vorn. Kommt. Zieht zurück. Aber die Arme bleiben immer in einer leichten Schwebe über dem Boden. So, das machen wir noch zweimal. Letztes Mal. Und jetzt lasst ihr die Arme auf Brustebene. Schließt und öffnet. Das ist die Bewegung, okay? Wenn ihr wollt, macht sie jetzt ein bisschen schneller. Je nachdem, mit wie viel Gewicht ihr arbeitet. Wenn ihr jetzt weniger Gewicht habt, könnt ihr natürlich ein bisschen zügiger arbeiten. Wenn ihr mit mehr arbeitet, lasst euch gerne ein bisschen mehr Zeit. Ich gebe euch noch 8. Und noch 6. Und die letzten 4. 4-mal. 3 mehr. 2-mal. Bleibt mal über dem Boden schweben. Und zieht, 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 zieht. Noch 3, 2, 1. Und schließen. Kurz einmal die Handeln ablegen. Gut, passt auf. Wir kombinieren Mitte, Seite. Mitte, Seite. Setzt mit ein. Wenn euch die Beine zu viel sind, dann könnt ihr sie natürlich auch, insbesondere dann, wenn wir zur Mitte gehen, am Boden stehen lassen. Auch das ist eine Option. Komm. Zieht zur Seite. Nochmal. Hoch und Seite. Weiter. Richtig schön den Oberkörper ranziehen. Seite, Seite. Nochmal. Nehmt eure Atmung richtig schön mit. Jawohl. Oh, wir haben es gleich. Komm, noch 15 Sekunden. 8, 7, 6 mehr. Die letzten 4. Zieht und gut, letzter Durchgang. Achtung, schiebt eure Arme nach vorn und jetzt kurze, komm, vor, vor, legt euer Kinn auf der Brust ab, streckt die Arme lang, noch 4, 3, 2 mehr, oh, letzter, perfekt, Runde 2, Hantel mit, einmal, hinter den Kopf, also noch einmal das ganze Spiel. Hantel wieder nach vorn und wir starten im Halbkreis. Los geht's. Komm. Zurück, nach vorn. Zurück, nach vorn.
schiebt die Arme zurück und nach vorne. Lasst euch lieber ein bisschen mehr Zeit, aber macht die Bewegung immer schön fließen. Zieht vor, weiter. Zieht. Das machen wir noch zweimal mehr. Jawohl, der letzte jetzt. Wir bleiben auf Brusthöhe und jetzt Mitte. Eins. Zur Seite. Wenn es euch zu langsam ist, dann arbeitet ihr schneller mit mir. Zu und auf. Yep. Aber wir machen noch acht Stück mehr. Noch acht. Sieben. Sechs mehr. Eure letzten vier Stück. Viermal. Drei mehr. Und zwei. Wir bleiben nochmal tief und fehlen nochmal kurze. Acht. Sieben. Sechs. Fünf, vier, drei, zwei, stopp. Oh, ich habe so einen schlimmen Muskelkater, merke ich gerade von gestern. Entschuldigung, ich muss jetzt mal ein bisschen rumjaulen, weil es auch echt weh tut. Aber das nützt nichts. Die Nummer ziehen wir jetzt zusammen durch. Glücklicherweise machen wir jetzt eine Runde Bauch. Hier kombiniert und starten mit mir. Let's go. Komm, zieht. Nochmal, komm. Oh. Macht euch jetzt nochmal richtig schön klein in der Mitte. Streckt euch an. Zieht hoch und macht euch klein nochmal. Zieht hoch und hopp. Weiter. Zieht und klein nochmal. Kommt hoch. Zur Seite, weiter. Kommt hoch. Ich gebe euch noch acht Stück mehr. Noch acht. 6 und 5. Komm, wir schaffen noch 4 Stück. 4 mal, 3 mal, 2 mal und die Arme nach vorne schieben. 8 und 7. Schultern tief. Komm, 6 und 5. Nur noch 4. 4 mehr. 3 mehr. 2 und Pause. Wuhu. Oh, ihr hört da unten ein bisschen Action, ne? Da läuft gerade eine Cyclingstunde, deswegen ist es ein bisschen lauter. Gut, komm, wir schaffen noch eine Runde gemeinsam. Unsere Runde 3 und damit unsere letzte Runde. Seid ihr noch bei mir? Ja, ihr seid noch bei mir. Das ist gut, ich bin auch noch bei euch. Ich wechsle nur einmal ganz kurz die Richtung. So, wir starten. Los geht's, komm. Zurück, nach vorn, zurück, nach vorn, weiter, sauber zurück und nach vorn, geht zurück, die Arme schön lang lassen, hier nicht am Boden ablegen, sondern in der Schwebe halten, nach hinten, nach vorn, zurück, ich gebe euch die letzten, kommt, noch 4 und wir schaffen noch 3 und wir schaffen noch 2. Kommt der letzte und jetzt nochmal auf und ab die letzte Runde. 8, 7, 6, 5 mehr, weiter, 4 mal, 3, 2, bleibt nochmal mit mir unten in der Schwebe. Kurz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und stopp. Oh. Okay, letzte Runde, finale Runde für den Bauch. 3, 2, 1, auf geht's. Hopp. Und zieht. Zur Seite. Nochmal. Schön ausatmen. Macht es klein in der Mitte. Noch 30 Sekunden. Zieht und klein. Nochmal. Zieht und klein. Weiter. Ich gebe euch die letzten 15 Sekunden. Komm. Noch 7. 6. 5 mehr. 4. Noch 3.
So, ein letztes Mal. Schieb die Arme nach vorn. Noch 8. Und 7. Leg das Kinn auf der Brust ab. Eure letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und. Ich muss einmal kurz auf die Uhr schauen. Wie spät ist es überhaupt? Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Wollt ihr noch eine schöne Übung? Wollt ihr noch eine schöne Übung? Was für eine Frage, oder? Na klar. Machen wir noch eine schöne. Seid ihr auch für den Bauch? Ja, ne? Gut. Dann machen wir eine schöne Übung für den Bauch. Und zwar bringt ihr die Füße nach oben. Ich habe jetzt gar nicht abgewartet, was ihr gesagt habt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr euch freut über eine Zusatzrunde Bauch. Habe ich mir gedacht. Gut, dann streckt die Arme nach vorn, Oberkörper nach oben. Und jetzt schiebt ihr die Beine im Wechsel. Kommt tief. Wenn es euch zu viel ist, den Kopf eigenständig zu halten, dann könnt ihr natürlich auch die Hände hinterm Kopf ablegen. Sehr gut. Zieht mal den Oberkörper ein Stückchen höher. Kommt, zieht den Oberkörper ein Stück höher. Und ich gebe euch die letzten. 8, 7, 6, 5 mal weiter. 4, 3, 2 mehr. Achtung, wir lassen ein Bein hier halten. Noch 4, noch 3, noch 2. Wechselt. 1, 2, 3. Wechselt. 1, 2, 3. Wechselt. Oberkörper höher. Wechselt. Oh, Leute, 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 kommt. Eins schaffen wir noch. Zieht. Wechselt. 3, 2. Pause. Oh, das ist fies, oder? Wisst ihr was? Die lassen die isolierte Übung. Die machen wir gleich noch einmal. Gönnt euch 15 Sekunden Pause. Holt jetzt nochmal 2 schön tiefe Atemzüge. Zieht eure Bauchdecke noch einmal richtig schön in die Länge. Und dann wiederholen wir diese Übung jetzt noch einmal zusammen. Okay? Gut, macht euch startklar. Also wie gesagt, wenn ihr genügend Stabilität und Kraft habt, dann lasst ihr die Arme einfach hier vorn. Und schiebt nochmal, kommt. Und wie gesagt, wenn es euch zu schwer ist, den Kopf eigenständig zu halten, dann einfach die Hände hinterm Kopf ablegen. Wenn ihr noch mehr Steigerung wünscht, habt ihr noch eine Option zum Steigern. Ihr könnt die Arme auch lang nach hinten ausstrecken. Kommt. Boah, das ist anstrengend. Die letzten 8. Kommt. 7, 6, 5. Noch 4. Oh, mein Bauch zieht. 3, 2. Und ihr haltet. Komm. Noch 4, 3, 2. Wechselt. Und zieht den Oberkörper ein Stück höher. Komm. Wechselt. Wechselt. Oberkörper höher, Leute. Kommt. Wechselt. 1, 2, 3. Boah. 1, 2. Zweimal noch, die letzten, komm, zieht. 4, 3, 2. Oh, wir haben es. Ihr dürft euch jetzt einmal lang ausstrecken. Die Arme lang und die Beine lang. Kurzes Stretching zum Schluss. Arme und die Beine lang aus. Kurze Entspannung. Zieht mal die Bauchdecke richtig schön in die Länge. Ja,
stellt beide Füße auf, streckt eure Arme zur Seite und legt beide Beine geschlossen über die linke Seite. Euren Kopf dreht ihr zur entgegengesetzten Seite. Und die Spannung.